Es ist ein bisschen problematisch, natürlich. Aber wann gibt es das optimale Wetter? Es ist aber ja, ein Stück weit schon frustrierend, dass wir da nicht weitergekommen sind gestern Abend. Sie ist die Verkehrsader Deutschlands. Es ist Freitagabend. In einer Stunde wird die A7 komplett dicht gemacht. Unter anderem, weil diese Brücke weg muss. Ein Job für Malte Silvester und sein Team. Wir haben heute nur 57 Stunden anstatt 79 Stunden. Das ist eigentlich die große Herausforderung. Aber wir sind guter Dinge, dass wir das schaffen. Wichtig ist an die Hand, Leute, auch später die Baggerfahrer, bitte denkt daran, Staub immer bekämpfen. Da wird hier besonders drauf geachtet. Immer nur stemmen, wenn auch der Handmann das Wasser laufen hat. Genau. Sie haben schon zahlreiche prominente Bauwerke abgerissen. Doch eine Brücke über eine der wichtigsten Autobahnen Deutschlands sorgt für Anspannung. Es ist schon ein Highlight. Das ist schon eine Herausforderung. Die Jungs haben alle Bock, wir haben alle Bock. Das macht man jetzt nicht jeden Tag, auch nicht jedes Wochenende. Von daher ist das ein schönes Projekt, gerade im Herzen von Hamburg. So in einer Lebensader, das ist schon, ja, kann man später seinen Kindern erzählen. An den Zufahrten entlang der Sperrstrecke in Hamburg werden die schweren Baumaschinen in Stellung gebracht. Keine Minute der knapp kalkulierten Sperrzeit soll vergeudet werden. Sobald die A7 dicht ist, müssen sie in Richtung Abrissbrücke starten. So langsam klingt die Rush-Hour zwar aus, aber es sind noch immer viele Autofahrer unterwegs. Die einen wollen nach Hause, die anderen noch schnell durch, bevor hier alles dicht ist. Das Team der Verkehrssicherung leitet die Sperrung ein. Wir haben jetzt mit Vorschaltung vom anderen Tunnel sozusagen eine Sperrung bekommen, dass meine Mitarbeiter gesichert sozusagen erstmal in die Sperrung reinfahren können und davor ihre Sperrung aufbauen können und dann die Reduzierung des normalen Autobahnverkehrs eingerichtet. Punkt 19 Uhr. Und keine Sekunde früher ziehen die Absperrposten die Baken rüber. Ab jetzt schlängeln sich Trucker und Autofahrer durch das Hamburger Stadtgebiet. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen beginnen die Ferien. Wer es eilig hat, nimmt wenig Rücksicht auf die Männer in Orange. Respekt. Angst ist immer was anderes, aber Respekt vor allem, was wir hier tun. Wir arbeiten unter Verkehr, Autobahnverkehr. Hier sind Geschwindigkeiten, die sehr schnell fahren. Die Autofahrer haben keine Rücksicht auf uns, nicht immer. Aber deswegen ist die Eigensicherheit und Respekt vor allem immer ganz wichtig. Jetzt gehört die A7 den Männern vom Bau. Malte Silvester ist zwar der Chef der Abrisstruppe, aber auch ein bisschen Mädchen für alles. Arbeitssicherheit steht ganz oben auf seiner Aufgabenliste. Die ganze Nacht wird durchgearbeitet. Viel Licht hilft auch gegen die Müdigkeit, die irgendwann jeden erwischt. Alles steht bereit. Nur die Verkehrszeichenbrücke direkt vor der Überführung stört noch. Doch bevor das Abrissteam hier Hand anlegt, muss die Fahrbahn präpariert werden. Später stürzen tonnenschwere Stahlbetonbrocken auf den Asphalt. Ist ja eine Autobahn, die müssen wir schützen und das tun wir mit diesen Baggermatratzen. Wenn dann später der Beton runterfällt, dass der uns nicht den Asphalt kaputt macht. Da drauf kommt noch so eine Schicht aus Sand, 30 cm und dann so ist das sogenannte Fallbett. Eine ungemein wichtige Aufgabe. Denn für Fahrbahnreparaturen ist später keine Zeit. Die Fahrer der schweren Radlader beeilen sich. Der Abrisscrew bleibt im Moment nur abwarten. Die Uhr tickt. Erst als das Fallbett fertig ist, kann sich die Mannschaft um die Verkehrszeichenbrücke kümmern. Für Projektleiter Christian Rode ist es schon die 11. Vollsperrung der A7. Ja, der Bottleneck, da stehen wir jetzt eigentlich gerade vor. Wir müssen die Verkehrszeichenbrücke runterbekommen, damit wir überhaupt erst mit dem Abbruch sauber anfangen können. Und es ist natürlich auch zeitlich so hier gestaltet durch die Sperrung, dass wir nicht unendlich viel Reserven haben. Wir müssen Montag früh wieder freigeben und das ist hier das A und O. Die Fahrbahn in Richtung Norden ist bereits abgedeckt. Jetzt kommen die drei Spuren Richtung Süden dran. Dass hier überhaupt gebaut wird, liegt an einem ganz besonderen Projekt. Die A7, die hier wie eine Art Stadtautobahn mitten durch Wohngebiete verläuft, soll auf einer Länge von mehr als 2 Kilometern einen Deckel bekommen. Lärmschutz für viele tausend Anwohner. Und da sind die alten Brücken im Weg.
Vlies, dann Holzbohlen, dann Sand. Das Team von Malte Silvester gibt Gas. Aber die Vorarbeiten dauern. Die A7 ist bereits seit 3 Stunden dicht. Und noch immer ist der Koloss aus Stahlbeton unangetastet. Oh, wir haben jetzt die Brücke soweit angeschlagen. So, und jetzt gehen die Jungs gleich in den Steiger. Und dann brennen wir die Brücke, sag ich mal, frei. Und dann heben wir sie hier runter auf die Autobahn. Mit Schneidbrennern trennen die Schweißer die Schilderbrücke von den Stützen. Keine Raketentechnik, doch die Logistik muss stimmen. Bis zu 3200 Grad am Brenner sorgen dafür, dass der zentimeterdicke alte Stahl butterweich zerfließt. Durch Acetylen und Sauerstoff. Viel Sauerstoff. Die Sauerstoffflaschen kommen immer im Bündel. So viel brauchen wir nicht. Aber wir brauchen die näher, wenn wir sie näher zerschneiden. Deswegen, und hier einzeln rauspacken ist scheiße. Das dauert zu lange. Malte Silvester lässt die Baggerfahrer auf der Brücke schon einmal in Stellung gehen und mit den Vorarbeiten anfangen. Fast alles von der Brücke wird später recycelt. Auch das Geländer aus Metall. So langsam werden die Männer an den Schneidbrennern ungeduldig. Zu Recht, wie sich rausstellen wird. Wir sind komplett bereit, können schneiden. Ja. Schön. Dann geht es los. An beiden Seiten durchtrennen sie den Stahl. Vorher haben sie die Baupläne der Verkehrszeichenbrücke studiert, um Überraschungen auszuschließen. In wenigen Minuten sollte der Stahlträger freischwebend am Kran hängen. Naja, abwarten. Die Bagger starten schon einmal mit dem Zertrümmern der Brückenfahrbahn. Was simpel und martialisch aussieht, ist in Wirklichkeit wohl durchdacht. Selbst wenn sie die Brücke abbrechen, auf der sie selber stehen. Und auch hier haben sie die Baupläne vorher genau analysiert. Wie in der Praxis abgebrochen wird, müssen die erfahrenen Baggerführer aber erst herausfinden. Indem sie zunächst die Fahrbahn an mehreren Stellen aufstemmen. Nur so sehen sie, wo genau die wichtigen Längsträger der Brücke verlaufen. Die Statik gibt das her, dass wir mit 50 Tonnen je Gerät hier arbeiten dürfen. Die Geräte sind ein bisschen kleiner, deswegen haben wir eine Sicherheit drin. Ja, das sollte passen. Bei der Verkehrszeichenbrücke passt es leider nicht. Obwohl die tragenden Säulen durchtrennt sind, hängt sie fest. Wenn sie nicht bald unten ist, gerät der gesamte Zeitplan in Gefahr. Es gibt immer ein paar unvorhergesehene Sachen. Wir haben hier tatsächlich festgestellt, dass entgegen der Planung, die wir vorgelegt haben, bekommen haben, in dem Hohlkasten von dem Stahlträger auch noch zusätzliche Stahlträger bzw. Stahlplatten eingeschweißt sind. Schließlich werden die Abbruchbagger umfunktioniert. Mit voller Kraft reißen sie von beiden Seiten an dem Stahlkoloss. Es ist wie verhext, während die Uhr weiter gnadenlos herunterzählt. Dann endlich hängt die Brücke freischwebend am Kran, der mit einem jaulenden Warnton reagiert. Überlast. Im letzten Moment setzt der Kranführer den Stahlregel auf der Fahrbahn ab. Nicht ganz so wie geplant. Die Verkehrszeichenbrücke ist ein bisschen widerspenstig gerade, glaube ich, wie alle Beteiligten merken. Aber wir haben hier oben jetzt im Osten angefangen, an der Beringstraße, mit dem Stemmen. Genau, haben jetzt die Fahrbahndecken gestemmt, die Kappen angefangen, haben jetzt die Anfänge gefunden und jetzt geht's los. An ein kontrolliertes Drehen der Brücke ist nicht mehr zu denken. Für das weitere Zerlegen muss sie eigentlich noch hingelegt werden. Ist aber auch egal, Hauptsache weg. Um 11:30 bekommt der 50 Jahre alte Schilderträger den endgültigen Todesstoß. Jetzt beginnt das Zerschneiden. Malte Silvester atmet auf. Nun kann von allen Seiten, von oben und von der A7 aus, abgebrochen werden. Pass auf,
Der nächste Morgen, 6 Uhr. Arbeiten haben Vorrang. Die Crew der Autobahnmeisterei will die Sperrung für Servicearbeiten nutzen. Pommes, Leitpfosten, Waschgerät, die 88. Jauli, Stefan, ihr nehmt bitte Transporter, die 32. Reparaturen, Winterdienst, ungewöhnliche Arbeitszeiten sind sie gewohnt. Genau. Ja, wenn die Vollsperrung jetzt nun aktuell ist, dann sollen wir natürlich mitarbeiten. Und die ganzen Sachen, die normalerweise dann gemacht werden, unter laufendem Verkehr, die können wir jetzt ja machen. Und deswegen brauchen wir keine Absperrungsstellen und nichts. Können wir wunderbar arbeiten, können uns frei bewegen. Und deswegen ist das eigentlich angenehmer für uns. Damit auf der A7 der Verkehr fließen kann, ist die Mannschaft der OMA, wie die Autobahnmeisterei Othmarschen intern genannt wird, mit ihrem speziellen Fuhrpark ständig unterwegs. Regenabflüsse reinigen, Leitplanken und Begrenzungspfosten säubern. Selbst kleine Asphaltschäden werden heute behoben. Ist das schon gemischt? Oder ist das nur auf der gesperrten Autobahn allemal besser als im fließenden Verkehr. Okay, super. Das muss noch funktionieren. Dann müssen wir jetzt den Wasserwagen noch holen. Falls Löcher in der Fahrbahn noch sind, wenn wir was sehen, dann machen wir das dicht. Dann müssen wir ja selber absperren, Spur rausnehmen und sowas alles. Und das können wir in der Sperrung ja so machen. Sie haben heute noch am wenigsten Zeitdruck. Überstunden gibt es ausnahmsweise mal nicht. Südlich des Elbtunnels verläuft die A7 entlang der imposanten Kulisse des Waltershofer Hafens. Der Vormittag wird für ein paar spektakuläre Rangiermanöver genutzt. Insgesamt werden hier in mehreren Jahren mehr als 140 dieser riesigen Hohlkästen verbaut. Die Nachschublogistik ist für Matthias Beuk kompliziert. Die Träger sind unheimlich lang und dementsprechend kann man das nicht im laufenden Verkehr, konnte man das nicht herstellen. Und wie Sie schon sehen, muss er ja auch rangieren auf diese gesamten Breite und deshalb konnten wir das auch nur wegen der Vollsperrung machen. An dieser Stelle steht die A7 auf Stützen. Unter den Autobahnexperten heißt dieser Abschnitt nur K20. Während andere Betonkonstruktionen aus den 70er Jahren noch immer marode sind, laufen hier bereits Sanierungsarbeiten. Allerdings ist auch ihre Kapazität erschöpft. Die K20 ist südlich vom Elbtunnel und erstreckt sich über knapp 4 Kilometer Länge und ist damit die längste Autobahnbrücke Deutschlands. Und die K20 wurde in den 70er Jahren so schon gebaut, dass man sie immer erweitern konnte nach innen. Und das sehen wir jetzt, dass wir sowohl auf der linken wie auch auf der rechten Brückenhälfte die Autobahn verbreitern, indem wir eine Stütze ergänzen und zwischen den Stützen diese Stahlhohlkästen verlegen. Später einmal soll der Ergänzungsbau nahtlos an die 50 Jahre alte Konstruktion anschließen. Die Verbreiterung verlangt den Ingenieuren viel Ideenreichtum ab. Die Stahlträger tragen dann die Hauptlast. Deswegen werden sie fast wie rohe Eier behandelt. Es darf auch wirklich kein Kratzer rankommen. Nämlich sobald da irgendwie ein Schaden ist, müssen wir eben Sanierungsarbeiten. Oder müssen wir mit Lackstift die Stellen ausbessern. Und dementsprechend ist das auch zusätzlich notwendig, wenn alle Träger verlegt sind. Und die Stahlbetonarbeiten fertiggestellt sind, werden dann nochmal zwei Kollegen vom Süden bis Norden mit dem Hubsteiger entlangfahren und wirklich alle Kratzer suchen und nochmal ausbessern. Der Einbau der Hohlkästen erfolgt dann wieder im laufenden Betrieb. Die schmalen Portalkräne, die die Träger einheben, bewegen sich fast schon filigran in der Mitte der Autobahn unter den neugierigen Blicken der Autofahrer. 6 Jahre dauert die Verbreiterung der A7. Dann soll erst einmal Ruhe sein. 2045 ist die Erneuerung des Bestandsbaus dran. Auch noch weiter südlich wird an diesem Wochenende gebaut. Im Hintergrund zerschneidet schon das Sandbett für die neue A26 West ein Naturschutzgebiet sowie die Apfelplantagen des alten Landes. Hier entsteht das neue Autobahnkreuz Hafen. Das Team der A26 betoniert Bohrpfähle neben die Fahrbahn. Alles, was hier gebaut wird, muss auf Betonsäulen befestigt werden, die rund 20 Meter in den Boden ragen.
Heute geht es um das Fundament für eine neue Schilderbrücke. Der Boden hier ist extrem weich, besteht zum Teil aus Moor. Die sogenannte Bohrpfahlgründung ist aufwendig und teuer. Hier südlich des Elbtunnels aber alternativlos. Ist herausfordernd, ja. Also man hat schon durch Vorlose oder andere Baulose so Geschichten gehört, beziehungsweise wo von der Böschung was abgesagt ist bei irgendwelchen Arbeiten. Und die ganze Gründungsthematik hier ist schon nicht ohne, ja. Auch für unsere Brückenbauwerke, die wir noch parallel bauen. Der Horror wären ähnliche Bilder wie 2017. Damals sackte die A20 in Mecklenburg-Vorpommern auf einer Länge von 40 Metern ab und wurde komplett zerstört. Dort hatte auf ähnlichem Untergrund der spezielle Unterbau versagt. Nur, dass hier auf der A7 achtmal so viele Fahrzeuge fahren wie im Osten Deutschlands. Die Stahlbewehrung in den Stützen sorgt dafür, dass nicht nur die Ingenieure ruhig schlafen können. Nördlich des Elbtunnels hat die Stahlbewehrung der A7-Brücke eher für eine schlaflose Nacht gesorgt. Aber das Team ist erfolgreich. Nachdem die Verkehrszeichenbrücke beseitigt worden war, haben sie richtig Gas gegeben. Bis zu 5 Bagger gleichzeitig zerbröseln den Beton. Übrig bleibt ein Gewirr aus Stahlstreben. Wie Dinosaurierköpfe beißen sich die gewaltigen Abbruchzangen immer wieder in die Konstruktion. Projektleiter Christian Rode ist nach einer kurzen Nacht mit als erster wieder vor Ort. Das ist auch eine sehr große Herausforderung. Der Maschinist muss regelmäßig das Werkzeug wechseln und muss aufpassen, dass er die Spannlieder, das sind die etwas dickeren Stähle von hier aus, die man sieht, auch erst als letztes durchtrennt, weil erst dann kommt sozusagen der Rest runter. Und das soll ja so wenig wie möglich sein. Am Vormittag ist es dann soweit. Das erste sogenannte Spannglied, also das Rückgrat der Brücke, fällt zu Boden. Es sieht natürlich aus, als ob wir an allen Ecken und Enden gleichzeitig anfangen. Tatsächlich gibt es aber ein ganz genaues Konzept, in welcher Reihenfolge wir anfangen. Und da müssen sich die Maschinisten unbedingt dran halten. Entwarnung kann er aber noch nicht geben. Am Ende muss die Autobahn nahezu besenrein sein. Auf der anderen Seite des Elbtunnels geht es um eine neue Verkehrszeichenbrücke. Im Zuge der A7-Sanierung werden nach und nach alle der mehr als ein Dutzend Schilderträger ausgetauscht. Für Frank Wilking und sein Team ist dies ein besonders großes Exemplar, das alle 6 Fahrspuren überspannt. Routine ist das nicht. Wir haben es ja auch leider schon vor nicht allzu langer Zeit erlebt, dass eine Brücke nicht ganz gepasst hat und wir nachbessern mussten. Also Routine haben wir hier nicht. Wir haben natürlich viel Erfahrung, wissen, was wir tun. Aber letztendlich, wenn wir die Brücke aufsetzen, erst dann wissen wir, dass wir alles richtig gemacht haben. Und dann kommt noch die Inbetriebnahme, die wird heute Nacht passieren. Und auch da ist man nie vor Überraschung gefreit. Das werden wir allerdings sehen, wie es dann heute Nacht läuft. Wir sind aber gut vorbereitet und wären auch in der Lage, wenn bei der Programmierung etwas nicht ganz sauber funktionieren würde, das sofort nachzusteuern. Bei einer der letzten Sperrungen sollte diese Brücke getauscht werden. Allerdings war sie um wenige Zentimeter zu kurz. Erst nach dem Einbau von Adaptern passte sie. Die neue Brücke wird vor Ort zusammengesetzt. Unter anderem müssen die großen LED-Tafeln montiert werden, die später das Tempolimit und den Notstopp für die Höhenkontrolle anzeigen. Dafür, dass es Routine ist, interessieren sich relativ viele für die Installation. Es ist windstill. Ideale Voraussetzungen für den Einhub. Frank Wilking ist trotzdem nervös. Das eigentliche Manöver ist in 10 Minuten erledigt. Eine gekonnte Drehung und die 34 Meter lange Stahlkonstruktion ist in Position. Jetzt noch die Feinjustierung. Die neue Brücke muss auf die alten Ständer. Es sieht gut aus. Die Länge stimmt schon mal. Der nächste Tag. Die Signalbrücke ist nicht da, wo sie hin soll, sondern sie liegt auf der Fahrbahn der zweiten Elbtunnelröhre.
Also wir haben gestern festgestellt, dass diese... Frank Wilking lässt sich nichts anmerken. Aber zwei ähnliche Pannen kurz hintereinander, das wurmt den Ingenieur. Eine erste Fehleranalyse. Ja, als wir gestern die Brücke auf die Bestandsstiele aufgelegt hatten und den Kran gelöst hatten, mussten wir feststellen, dass das Bohrlochraster der neuen Brücke nicht exakt identisch ist mit denen der Bestandsstiele. Die Gründe dafür haben wir uns noch nicht erklären können, da sind wir dabei, das zu untersuchen. Aber wir haben Abweichungen im Bereich von 3 bis 8 mm im Moment und das ist zu viel, um damit weiterarbeiten zu können. Er will es wissen und misst schon einmal selbst nach. Am Ende geht es nicht nur um das Image, sondern auch um viel Geld. Das ist ärgerlich und erklären können wir es uns noch nicht genau, weil wir im Grunde genommen im Stahlbaubereich schon auch mit Millimeter-Toleranzen arbeiten. Ja, die Ursache hier, die müssen wir erst noch recherchieren. Also da können wir noch nichts zu sagen. Es ist aber ja, ein Stück weit schon frustrierend, dass wir da nicht weitergekommen sind gestern Abend. Ende des Monats folgt ein neuer Versuch. Bis dahin fahren täglich mehr als 100.000 Autofahrer an der Brücke vorbei. Am Elbtunnelportal in Altona hat das Team mehr Glück. Es ist aber auch nicht ganz so kompliziert. Bevor die A7 wieder geöffnet wird, muss diese Fläche asphaltiert werden. Das Wetter ist extrem launisch. Mal Regen, dann wieder Sonnenschein. Und eigentlich ist es zu kalt, denn dann kühlt der Asphalt zu schnell aus. Da oben ist das eine Loch. Das muss noch mitgemacht werden. Das ist fertig. In der freien Strecke. Haben Sie den Ring mit dabei? Ja, und auch hier oben in der Beringstraße ist Loch. Max hatte mir gesagt, da ist gar nichts. Immer wieder müssen sich die Männer von Matthias Möller beeilen, sobald ein LKW Nachschub bringt. Es ist ein bisschen problematisch, natürlich. Aber wann gibt es das optimale Wetter? Gerade auch so hier für den Asphalteinbau. Das ist eben halt hier so das Herzstück. Hier unter ist das Havariebecken, wo nachher die ganzen Wässer der Autobahn zusammenlaufen. Wenn denn mal es wirklich zu einer Havarie kommt, sprich ein LKW verliert Diesel oder irgendwas, ne, das wird hier drinnen gereinigt und erst dann geht es ins öffentliche Netz. So, und hier kommt nachher auch die Fläche hin für die Höhenkontrolle. Wenn ein LKW mal wieder die Höhenkontrolle ausgelöst hat oder was auch immer, die werden hier rausgeholt und werden dann auf diese Fläche gebracht, wo sie dann erstmal nachgeguckt werden, was so los ist. Ja? Und diese Fläche muss jetzt mitgemacht werden, also deswegen, egal was für ein Wetter ist, es wird jetzt mitgemacht. Zum Glück ist heute in der Fußball-Bundesliga Länderspielpause. Sie alle kommen aus Gelsenkirchen und sind leidenschaftliche Schalke-Fans. Die Baukolonne ist in ganz Deutschland unterwegs. Das ist ein Nachunternehmer von Hochtief, der auch für Hochtief gerade in Leverkusen die Leverkusen-Rheinbrücke asphaltiert. Macht sehr gute Arbeit mit seinen Jungs. Die kommen gerne her. So haben wir auch immer ein bisschen dieses HSV-Schalke-Thema. Ich als HSVer, die Jungs als Schalker. Ne, so ist immer auch noch ein bisschen der Fußball auch noch immer so ein bisschen. Und ne, die machen eine Top-Arbeit, macht Spaß mit denen. Haben hier schon von Anfang an uns unterstützt. Von daher, die werden auch noch hier den letzten Schliff machen, bevor das erste Auto rüberfährt. Endspurt an der Abbruchbrücke. Jetzt sind die Besenwagen am Zug. Trümmer, das Fallbett, alles ist schon weg. Wenn die Fahrbahn nicht gründlich gereinigt wird, entsteht bei Regen ein gefährlicher, rutschiger Matschfilm. Auch Abbruchchef Malte Silvester guckt sich das Arbeitsergebnis seiner Leute an und ist trotz der extrem widerspenstigen Verkehrszeichenbrücke zufrieden. Hauptsache weg, ja, das Ergebnis zählt. Ja, wir haben in dem Sinne Glück gehabt, das war wirklich Schmerzgrenze. Kurzum, sie war doch deutlich schwerer, als wir errechnet haben, als aus den Plänen dann auch vorher vorging. Deswegen hat das ein bisschen länger gedauert, aber ja, aus unserer Sicht voller Erfolg. Noch bleiben 12 Stunden, bis die Autobahn Montag um 5 wieder geöffnet wird. Jetzt hängt es von Ihnen ab. Alle Fahrbahnabtrennungen müssen wieder aufgestellt, neue Markierungen gemalt werden. Der Ehrgeiz ist da, die Autobahn vielleicht schon etwas früher wieder freizugeben. Von außen nicht sichtbar ist in der vergangenen Nacht noch etwas anderes passiert. Der Elbtunnelrechner hat eine neue Software bekommen.
Jörg Trost und seine Kollegen müssen ganz oldschool schauen, ob die Hightech-Steuerung auch zuverlässig funktioniert. Moin, Nadine. Moin. Wir starten gleich. Rainer ist drüben in der Konferenz mit drin und wir fahren rüber zu 44 und gucken uns das Ganze von da an. Okay, ich bleib hier stehen. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Im Zuge der Bauarbeiten werden die Fahrspuren auf der A7 ständig neu geordnet. Und jedes Mal muss auch die Steuerung der Lichtzeichen angepasst werden. Am Ende nimmt die Polizei alles ab. Rainer, könntest du einmal schon mal testhalber den Nothalt einlegen in Fahrtrichtung Norden? Da läuft der Stopp nicht ganz parallel. Wir haben hier quasi einen Neubau. Wenn wir eine neue Software bekommen, dann ist das wie ein Neubau. Und wir sind alle nur Menschen. Und wenn da mal eine Adresse verdreht wird oder vertauscht ist oder ein Signal oben an der Brücke falsch angeklemmt ist, ja, dann geht aus Versehen das Signal das linke an. Und das wäre ja für den Verkehrsteilnehmer, wenn wir es nicht prüfen würden, eine Katastrophe. Und schlussendlich hätten wir dann auch noch vielleicht einen Unfall deswegen. Das ist wohl so ziemlich das unbeliebteste Signal vor dem Elbtunnel. Auslösung der Höhenkontrolle. Ist korrekt, dass auf der LED und auf der Dreier gar nichts angezeigt wird vom Nothalt, ne? Ja, die sind zu weit raus hinten. 7 Stunden vor der geplanten Wiedereröffnung. Es ist ein ganz besonderer Moment. Alle Arbeiten sind erledigt. Stille auf der A7. Außerdem hat Christian Rode Geburtstag. Statt Party mit Familie und Freunden, Endkontrolle. Die gesamte Strecke vor und hinter dem Elbtunnel fahren sie noch einmal ab. In erster Linie geht es jetzt darum, noch mal zu gucken, ist die Strecke tatsächlich frei? Sind nicht noch irgendwo Baufahrzeuge oder irgendwelche Restmaterialien im Verkehrsraum? Und natürlich auch so einen Blick drauf zu haben, dass die Verkehrssicherung sauber wiederhergestellt worden ist. Das Team ist sogar fast 5 Stunden eher fertig geworden. Immer Verkehrssicherung. Herr Rode schreit, kann losgehen, oder was? Nein, das überlassen wir unserer Bolbü-Verkehrssicherung. Die sind fachlich versiert, die Kollegen. Darauf ist man schon ein wenig stolz. Und froh, nach etwas mehr als 50 Stunden früher ins Bett zu kommen. Fahr nicht mehr her, Die Autofahrer haben sich auf die Sperrung offenbar eingestellt. Auch nach dem Freiräumen der Fahrbahn kommt zunächst kaum ein Fahrzeug. Aber dann geht es wieder los. Bahnfrei für den Berufsverkehr auf einer der am meisten befahrenen Autobahnen Deutschlands.